Aber Freunde, heute geht es um das Nordex Windrad, dem schicken Karton. Das ist die 232251 und wie es dazu kommt, dass es schon hier steht und dreht, das seht ihr im nachfolgenden Video. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Bis denn. Ja, wie bereits erwähnt, geht es um das Windrad Nordex. Wollen wir mal gucken. Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise. Neben dem Motor und der Platine, die ihr gerade gesehen habt, gehört natürlich der Rest vom Windrad noch dazu. Die Gondeln. Das Windrad an sich. Flügeln, Beschriftung, genauso wie die Welle, das Windrad an sich. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das abreiben lässt. Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Der Motor ist ja schon verbaut. Das ist dann für die Welle, ne? Na, da bin ich mal gespannt. Seitenschneider und den Fallerkleber. Das gleiche. Die Welle schön einkleben.
Nur so einen Tropfen Öl dran. Haben wir doch gemacht. Was mache ich denn? So gehört das natürlich. So die Welle. Das kleine Zahnrad. Den Durchlass hier. Licht auf Press. So. So, und dann soll das hier so da rein. So, dann nehmen wir mal die Schere. Bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt reiben lässt. Das war mir fast klar. Dicht drauf soll das. Naja, für den ersten Versuch.
Moradec steht drauf. Wunderbar. So, so. Dann gehen wir mal zu der anderen Seite. Die Platte hatte mein Vater schon ans Gelände angepasst. Das Grau sollte jetzt angetrocknet sein, dass wir das da rausnehmen können zur Montage des Windrads. Ja, das war's dann auch schon wieder. Zum Schluss war es einfach nur noch, den Motor hier unter der Platte anzuschließen, an die Stromversorgung. Und ja, zusammenstecken. Mehr war es nicht. Die Gondel wird einfach aufgesteckt. Dann kann man die Windrichtung sozusagen einstellen noch. Total einfach der Bausatz. Auch für Anfänger geeignet. Ja, ging auch relativ zügig. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn man seit langem nichts mehr gemacht hat, so wie ich, ist es dann mal eine Abwechslung. Weil das motorisiert ist zu bauen. Ja, und es ist ein echter Hingucker, finde ich. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ach ja, damit ihr die nächsten Videos verpasst, lasst mir doch bitte ein Abo da und aktiviert die Glocke. Bis denn, ciao!